Dörre, Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflex hier und wir spielen direkt weiter mit Chlufia. Wir befinden uns im Schloss Taru und wollen einen Motor klauen. Wir haben die beiden Flüchtlinge erwischt. Flüchtlinge? Diese Dummköpfe, haben sie wirklich gedacht, sie könnten entkommen? Ha! Ich zeige euch die Kraft meines neuesten Panzers. Sieht so aus, als wären sie wieder im Gefängnis. Was machen wir jetzt? Wir müssen sie doch retten, oder? Ja, wir müssen schnell etwas unternehmen. Wir sollten hier mal richtig auf die Pauke hauen. Oder was meint ihr? Lasst uns das lieber ruhiger angehen. Es könnten sonst Unschuldige verletzt werden. Also dann los! Fasst die beiden nicht an. Lasst sie in Ruhe. Was denkt ihr denn, wer ihr seid? Ich habe euch gewarnt. Geht jetzt zur Seite. Was soll denn das? Boah, bremsen. Du bist die mächtige Selan. Was soll der Unsinn? Ich mag es nicht, wenn man mich so nennt. Wir haben uns schon einmal getroffen. Es war in der Höhle, als der Feuerrubin gestohlen wurde. Mächtige Selan, nun wirst du dafür zahlen müssen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Hast du was an den Ohren? Ich hätte euch hier nicht erwartet. Was wollt ihr in diesem Land? Wir wollen, dass du die beiden gehen lässt. Außerdem wollen wir den Motor aus dem Panzer. Was hast du gesagt? Habt ihr das alle gehört? Ich glaube, die wissen nicht, in welcher Lage sie sich befinden. Das kommt sicher von der Angst. Meine Armee ist die stärkste der Welt und dieser Panzer hier ist unschlagbar. Ihr habt einfach keine Chance. Das müsst ihr doch einsehen. Geil. Hast du jemanden im Schlaf sprechen gehört? Scheint keiner zu schlafen. Also hat keiner im Schlaf gesprochen. Was haben wir denn gerade eben gehört? Jemanden, der absoluten Schwachsinn verbreitet. Schnauze! Schnappt ihr euch alle! Oh, komm. Oh, warte mal. Ich sehe gerade... Champignon auf alle. Na, wo ist es denn? Hier. Und ansonsten drauf geknüppelt. Wir sind nämlich schnell hin. Wie ihr alle wisst. Die können nix. Wenn jetzt noch eine kleine Klaue von Dulan kommen würde, dann wäre ich da echt zufrieden. Danke, Schnutz. Wie ich es vorausgesehen habe. Ich habe doch gesagt, du verzapfst nur Unsinn. Unsinn. Ich hab gesagt, du verzapfst nur Unsinn. Okay, ihr habt es so gewollt. Nun bekommt es mit meinem Panzer zu tun. Ha! Let's dance! Ein Amokwüter. Ein Drachenherz. Warte, was war denn die Kraftwand? Warte. Nee. Kraftwand, was siehst du? Verringert zeitweise die Kraft der Schläge des Gegners, schützt nur den Anwender. Na, das ist dann langweilig. Machen wir ein Drachenherz. Die Wirbelaxt. Und du hast nichts Gescheites. Also kriegst du mal einen ganz normalen Angriff. Naja, ist ja nicht sonderlich gut. Ah, ein Amokwüter. Der Panzer sieht irgendwie cool aus. Vor allem dieser kleine, niedliche König, der da oben draus guckt. Hallo! Schöne Idee mit dem Magieblock, aber das hilft nichts. Wirbelaxt. Ach Gottchen. Ein Achtel. Dann haben wir ihn ja gleich ab. Wartet ab. Nicht schon wieder. Kommt schon, Leute. Bitte. Du könntest mal eine Courage auf alle zaubern, ha? Huh? Und du eine Furie auf alle. Und dann geht's weiter. Ich find's aber schade, dass du die Kapselmonster nicht mit anzaubern kannst. Das hat sich gelohnt. Sehr schön. Übrigens, Kapselmonster auf dem fünften RAM bringen es, dass die nicht mehr fliehen können. Eine Brandbombe. Nicht gut für mein kleines Kapselmonsterchen. Egal. Jetzt machen wir ein Blatt. Das dürfte schnell gehen. Ja, es geht auch verdammt schnell. Kugelhagel, Rems. Gähn. Spiegel. Drauf. Drauf. Hast du nirgendwas? Was ist denn das? 60% der maximalen KP auf. Okay. Egal. Einfach drauf. Erst schnell wieder hin. So, ich denke mal noch zwei Runden und dann war's das. Eins.
Eine Runde. 4 MG. Sehr nett, danke. GM Goldmünz. Motor erhalten. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Taru wird zerstört, liebe Freunde. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben eine ganze Stadt zerstört. Was ist denn jetzt los? Er versucht, das gesamte Schloss zu zerstören. Selanski! Wab! Ist aber nicht nett. Muss uns nach Torvalja warten. Das war knapp. Ob die beiden entkommen sind? Wer weiß. Das war aber ganz schön knapp, Bertie. In der Tat, selbst mir wurde ein wenig mulmig. Aber Bertie, warum haben die uns denn geholfen? Wenn ich das nur wüsste, ich habe keine Ahnung. Die sind in Ordnung, oder? Es scheint so. Eins ist jedenfalls sicher, sie sind nicht losgezogen, um etwas zu stehlen. Doch, den Motor. Was machen wir nun? Wir haben weder die Krone, noch haben wir Geld. Wie lange wird es wohl dauern, bis du mich endlich verstehst, Boris? Aber Bertie, das ist ja, wie kann das sein? Als sie am Kämpfen waren, habe ich sie mir geholt. Man muss nur den richtigen Moment abwarten. Bertie, du bist großartig. Ein Meister unter den Dieben. Hast du jemals daran gezweifelt? Auf jeden Fall wird heute Nacht gefeiert. Das hört sich gut an. Verdammt gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wir kommen hier rüber. Die Brücke ist zerstört. Mal sehen. Die anderen müssen auch irgendwie hergekommen sein. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Sicher hast du mal wieder recht, Bertie. Los, lass uns gehen. Ja, bis zum Motor. Lass uns Lexus aufsuchen. Aber erstmal pennen wir eine Runde. So, Runde gepennt. Und ab jetzt fängt das Spiel an lustig zu werden. Lexis, alte Klopsau. Lexis, wir haben den Motor. Gut, wir haben die Pläne fertig. Mabel, komm her. Ja! Kannst du Exerion an den Tag bringen? Ja! Wie lange wird es dauern, Exerion umzubauen? Dank unserer großen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Er ist ja gar nicht arrogant. Hier ist es! Auf an die Arbeit! Ja, ich lasse es einfach mal unkommentiert stehen. Sie arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich machen sie nichts kaputt. Fertig, wie wäre es mit einer Testfahrt? Oho. Nun kann Exerion auch noch fliegen, ein echtes Traumschiff. Vielen Dank. Falls ihr es kaputt macht, kann ich es wieder reparieren. Zeigt aus, dass ihr drauf habt und passt gut auf euch auf. Gesprochen. Drückt den A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt. Verstanden. Ey, das macht sogar mal Sinn. In dem Schiff kannst du einen A-Knopf geben. Vielleicht ist das für ein Geräusch? Das Luffy-Schwert? Nein, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kirwan. Warum nicht ausgerechnet Kirwan? Was bereitet dir solche Sorgen? Kirwan ist eine Stadt auf Insel Dash. Man kommt nur schwer hin. Nix Mensch weiß, wie es dort aussieht oder was für die Menschen dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln um Dash. Die Insel Isht und Inschel. Dash. Isht. Inschel. Danke, Übersetzer. Auf jeder der drei Inseln befindet sich Turm. Türme sollen gruselig sein. Warum hat die Todesinsel über Kirwan Halt gemacht? Dieses Geräusch scheint von dem Turm auf der Insel Dash zu kommen. Vielleicht hat Tod die letzte Insel damit zu tun. Die Winde um die Todesinsel verursachen den Sturm. Turbulenzen? Strom? Um die Todesinsel? Ja, da sind unnatürliche Mächte am Werk. Das kann... Entschuldigung, ich habe mich schon von deinem Akzent leiten lassen. Das kann nur Daos sein. Er wird es sicher aufhalten. Ich glaube nicht, dass Exerion stark genug sein wird. Wir müssen auf jeden Fall nach Kirwan. Wir können nicht hier rumsitzen und einfach abwarten. Dieses Geräusch beunruhigt mich. Ich alles Schlimmes. Du hast recht, wir müssen aufbrechen. Wir? Ja eben, du kommst doch gar nicht mit. Und wlupp. Ah, ich liebe es. Hier waren wir schon. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier alles finden. Wir können jetzt nämlich alles durchsuchen. Das ist Baleara, da waren wir ja schon. Ich mag die Musik. Ruskala, oder? Nee, da waren wir auch schon. Taru? Was ist denn das? Okay.
Bringt nichts. Hier hätten sie doch ein Secret einbauen können, oder? Egal. Wir schauen weiter. Die Türme. Das ist alles verbunden. Das ist hier, es gibt die Ahnenhöhle. Der Turm. Ruskala ist hier. Oder Rusalka, Entschuldigung. Guck mal, hier kommen wir her. Da. Das war Shudder. Das war Turinia. Na. Wo sind wir hier? Elfenhain? Ja, Freunde, ich denke, wir sind mehr oder weniger durch. Dann lasst uns jetzt nach Dash gehen. Kirwan. Die Menschen in Kirwan sind seit Generationen von der Außerwelt isoliert. Aber die Überwesen auf dieser Insel sind Wesen des Bösen, sie bringen nur Leid. Diese Überwesen sind unbeschreiblich böse. Wollen die Höllenfürsten wirklich die Welt vernichten? Es sieht so aus, Mädchen, es sieht so aus. Ah, du versteckst dich! Ihr seid fremd, aber irgendwie gehört ihr doch zu uns. Ah. Soll das heißen, dass die Menschen da in Kirwan extrem mächtig sind oder so? Hallo, Opa! Wart ihr schon mal beim Ältesten? Bist du nicht der Älteste? Warum ist die Todesinsel über dem Turm dieser Insel stehen geblieben? Das macht mir voll Angst, Alter! Ja, Pech, ne? Wir haben hier die stärksten Waffen der Welt. Ah, ich mag sowas. Zirkonstab. Nee, tut mir leid. Zirkonrute. Ist die tatsächlich noch stärker als... Es tut mir leid, aber ich werde meine Exen-Ex schon jetzt ändern müssen. Also, los geht's. Zirkonpanzer. Nee. Ja, oh, wie die Magieabwehr sinkt bei denen. Ja, komm. Hau mal drauf, scheiß drauf. Warum ist die Todesinsel über dem Turm dieser Insel stehen geblieben? Das hast du mich schon mal gefragt. Was kann ich für euch tun? Du könntest sichern. Merkt ihr diese epische Stimmung, die sich hier langsam anbahnt? Ihr werdet gegen die Höllenfürsten kämpfen, nicht wahr? Ja. Diese Höllenfürsten machen mir Angst. Das ist nicht gut. Sieht eigentlich mit meinem Castle Monster aus. Level 72. Nö, ja, da bin ich ja schon mal relativ zufrieden mit. Du kannst die legendären Gegenstände aus den Türmen tragen, ich kann es fühlen. Wir wissen daher nicht, dass es gute und böse Überwesen gibt. Ich fühle diese Energie in euch. Ich habe immer an die höheren Wesen geglaubt, aber warum mussten ausgerechnet die Bösen kommen und nicht die Guten? Ist doch nicht fair. Ja, blöd, ne? Warum wir so bestraft? Was haben wir getan? Keine Angst, keine Ahnung, Arti. Warum standst du dem Kind? Auf geht's. Ältester? Ältester ist oben, ihr könnt ihn besuchen. Ältester, wir brauchen deine Mädels. Wie heißt du, junger Mann? Und da bist Flexi. Flexi. Lisa, Marie, Clara, kommt mal bitte hierher. Was meint ihr? Fühlt ihr etwas? Ja, ich fühle eine starke Energie. Ihr scheint es zu sein. Er könnte die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Wovon redet ihr überhaupt? Höre meine Worte, Flexi. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höllenfürsten. Sie gaben uns Waffen, Schilde und Helme. Wie die haben wir in den Türmen verwahrt. Es gibt drei Türme. Einen auf Dash, einen auf Isht und noch einen auf Inschel.
Ja, wir waren kreativ bei der Namensgebung der Türme. Die Höllenfürst versiegelten die Waffeln in den Türmen. Die Waffeln. Nur der Auserwählte kann das Siegel brechen und das Waffeleisen mitnehmen. Ich glaube, Daraus und seine Höllenfürsten wollen sich die Waffen holen. Also die Waffen sind nicht mehr unter Verschluss? Nö, noch sind sie versiegelt. Daraus ist doch ein Überwesen, kann er die Siegel nicht brechen? Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Was denn? Diese Mädchen hier. Was? Die Mädchen können Energiewellen auffangen und konzentrationieren. Du meinst die Energie? Ist der Schlüssel für die Siegel. Genau. Das Geräusch. Flexi, mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze des Turmes. Ich bin der erste Schlüssel. Ich bin der erste Schlüssel! Aber... Keine Angst, mir wird nichts geschehen. Ich besitze diese Gaben, um die Welt zu retten. Willst du gehen, Flexi? Warum nehmen wir jetzt das Mädchen mit, wenn der Opa der erste Schlüssel ist? Ja, es ist an der Zeit. Die Mädchen bringen dich in den Turm. Lisa bringt dich in den Turm im Süden. Okay. Kinder? Bevor wir jetzt zu einem der Türme gehen, sag ich mal, Dirty! Bis zum nächsten Part. Euer Luna Flexi.